Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gucken wir uns die größten Rating-Upgrades in FIFA 23 an. Man sieht hier schon De Gea mit dem Upgrade, Benzema mit dem Upgrade, Salah mit dem Upgrade. Meine Stimme ist komplett weg, ich kann kaum mehr reden, aber die Reaction muss ja trotzdem morgen online gehen, deswegen bin ich heute dabei. Lasst ein Mitleids-Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Ich habe gerade noch eine Halsschmerztablette im Mund. Verurteilt mich nicht, wir gehen rein in die Reaction und kommentiert gerne, was ihr als nächstes noch für Videos sehen wollt. Ich würde sagen, gar nicht viel schnacken, wir gehen rein. Als erstes haben wir hier Diego Jota am Start. Von 82 wird er hochgehen auf 86 und das ist, glaube ich, schon eine Garantie. Erstens Premier League, zweitens spielt er super, einen super Ball und drittens ist es Diego Jota, der muss ein Upgrade bekommen. Verzeiht mir, wenn ich jetzt ab und zu mal huste oder so, ja? Bin auch so ein Knock, es ist gerade eigentlich schon 1 Uhr morgens. Ich war gerade noch beim HSV-Spiel, HSV rausgeflogen, DFB-Pokal. Glückwunsch an Freiburg, war ein scheiß Spiel von HSV, muss man sagen. Plus 9? Ja, er ist 17 Jahre alt. Langsam, aber sicher geht's dann nach oben. Läuft. Geht klar, kann man mit leben, plus 9 Upgrade in einem Jahr. Mich wundert, dass das Vinicius nur so ein geringes Upgrade bekommen wird, ne? Weil für mich ist Vinicius mittlerweile schon echt ein starker Spieler. Der macht ja bei Real Madrid gefühlt alles mit Benzema zusammen. Also die beiden sind so die Stars gerade bei Real Madrid, würde ich behaupten. Aber die Karte, also mit so einer Qualität in FIFA 23, würde ich schon heftig fühlen. Sieht schon geil aus. Guck mal, vergleich mal die Qualität. Davis, sehr, sehr undankbare Verletzung gehabt. Sehr, sehr undankbar, dass er Außenverteidiger ist. Und Außenverteidiger kriegen meistens nicht so krass hohe Ratings. Man beachte, ich glaube, Alexander Arnold hat momentan die höchste Karte in FIFA 22, was so Außenverteidiger betrifft, oder? Und er hat 87 so. De Gea ist wieder stark, ne? Aber habt ihr gesehen, was Liverpool mit Manu gemacht hat? Alter Schwede. Manchester United ohne Cristiano Ronaldo wirklich absolut Grotte. Muss man offiziell so sagen. Manu ohne Ronaldo leider Grotte. Punkt aus Ende. Können wir, glaube ich, so stehen lassen. Skandal. Wirklich Skandal. Bro, der hat so viele POTMs bekommen. Der kriegt bestimmt nächsten Monat wieder POTM. Wenn der nicht ein höheres Upgrade... Also, was für 86? Das wäre eine Frechheit, wenn er nur 86 bekommt. Für mich ein Nkunku safe 88 plus. Oder mindestens 87. Für mich safe. Barcelona hat echt wieder gute Jungs. Gute Jungs. Salah hätte es auch verdient, ne? Spielt ein super, auch ein super Fußball. Ein super Ball spielt er. Bellingham, Dortmunder Junge. Ich glaube, der bleibt nicht so lange bei Dortmund, wenn ich raten dürfte. Danjuma auch ein super Typ, aber kann ich nicht so krass viel zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Da lasse ich lieber die Fußballprofis dran an Werk. Ich finde das immer krass, wie viele Jungs immer so von RB Salzburg kommen oder von Ajax. So richtige Youngstars, so richtige Talente machen die immer. Voll geil. Feier ich immer. Und Anthony ist auch ein. Er ist jetzt nicht mehr so jung, 22. Ist für Fußball jetzt heutzutage nicht mehr so krass jung. Früher war das so... Gerade so mit dem Alter bist du dann so das erste Mal so in die erste Liga gekommen, in die erste Mannschaft. Heutzutage so mit 16 so. Bist du einfach schon da. Mit 16, Junge. Was habe ich mit 16 gemacht? Nur das meine ich. Der Typ ist 19. Checkt ihr, was ich meine? Er hat noch eine Zahnspange. Es ist so ein Ding, der hat noch eine Zahnspange. Und der ist schon Profi. Zu Chelsea? Ist das schon so ein Gerücht oder ist das schon safe? Habe ich noch nicht mitbekommen. Guardiola, auch super Typ. Ja, man, fühle ich. Ein Bundesligaspieler mehr, den man am Anfang mal in so Fun-Teams zocken kann, in so Cheap-Teams. Aller. Der Typ hat fast Ronaldos Champions League-Torrekord gebrochen, ne, in der CL. Ajax war ja verrückt gut. Ich hätte es denen echt gegönnt, wenn die noch weitergekommen wären. Aber dann leider auf einmal Bob raus. Leao. Rafael Leao.
Boah, ein plus 6er ist schon stark. Boah, lass mich mal raten. Was kriegt der bestimmt auf eine mindestens Silber, wenn nicht sogar Goldkarte? Boah, plus 14. Stark. Mondi auch sehr stark bei Chelsea. Sehr, sehr, sehr wild. Nunes plus 5. Nunes. Randale, Junge. Randale kriegt eine Goldkarte. Geil. Geil, geil. Geil, geil. Na, Rüdiger? Was ist mit Rüdiger los? Der Typ ist immer so am Ausrasten, wenn ich dazu gucke. Wenn mal ein Fehler passiert, feiere ich aber sehr. Der kommt auch auf 86, oder? Ja. Ein 86er Lachs für Toni. Antonio Rüdiger. Sehr, sehr bodenständiger Typ auch. Habe ich mal persönlich getroffen, wo er noch bei Rom gespielt hat. Da war ich in Hamburg zu Besuch, ein paar Kollegen besucht, die ihn kannten. Sehr, sehr korrekt. Konnte uns sehr gut unterhalten und so. Hat echt Bock gemacht, mit ihm zu labern. Hat mir auch angeboten, meine Fußball-Challenge aufzunehmen, aber zu der Zeit war er verletzt, deswegen ging das dann nicht. Management, dies, das. Ist immer schwierig, mit Fußballprofis was zu drehen, weil da viel mehr hinter steckt als nur er, der sagen muss, ja Mann, ich hab Bock. Müssen noch ganz viele andere Leute dahinter, der Verein, die Fans, dann sagen die Fans, hä, der ist verletzt, wie kann er eine Fußball-Challenge aufnehmen, dies, das, Ananas. Habe ich auch gesagt, ey, damit du gar keinen Stress bekommst, schon sehr korrekt, dass du gesagt hast, lass drehen, aber ich will gar nicht, dass du Stress bekommst, wir lassen das einfach. Die Jungs hätten sich zwar gefreut, aber mach erstmal dein Ding. Und jetzt spielt er bei Chelsea und ist Top-Verteidiger. Geil. Sei ihm gegönnt. Benzema, Junge, der wird älter und besser. Älter und besser. Guck mal, der könnte ein Pace-Upgrade bekommen. Schuss-Upgrade. Passen. Ey, das ist so geil bei Benzema, ne? Der wird echt... Wie alt ist der? 34? Wie geht das? Geil. Ich lieb sowas. Ich lieb ja genau sowas. Geil. Einfach nur geil. AC Milan auch gut unterwegs, ne? ACM. Vlahovic. Boah. Der macht sich bei Juve. Der macht sich da. Flo. Macht sich auch bei Lever. Dann haben wir einen Simeone am Start. Und das war's mit dem Video, Freunde. Ich lege mich jetzt pennen. Ein Like bedeutet einen Gesundheitswunsch. Ein Abo bedeutet auch einen Gesundheitswunsch. Lasst alles da. Kommentiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Haut rein. Peace.